Hi Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und zwar hatten wir ja jetzt vor einer Woche die schönen Game-Ankündigungen vom Summer Games Festival und so weiter. Und ich habe mir jetzt ein paar Games noch rausgesucht für dieses Jahr, beziehungsweise auch für Anfang nächstes Jahr, die wir uns wahrscheinlich dann angucken werden. Ein paar haben immer noch kein Release-Datum bekommen, leider. Aber ich hoffe, dass die dieses Jahr noch kommen. Ansonsten werden wir sie nächstes Jahr spielen. Ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Ich glaube, nichts so Weltbewegendes, was nicht jeder irgendwie mal gesehen hätte. Deshalb gehen wir schnell durch. Einmal Horror Game Madison wurde mehrmals verschoben. Soll jetzt endlich am 8. Juli kommen. Das heißt in 2,5 Wochen. Werden wir uns anschauen, mal gucken, wie gruselig es wird im Vergleich zu Resident Evil Village. Dann das nächste, auch noch ein wenig Horror, wäre Senua's Saga Hellblade 2. Hat leider auch keinen Release-Termin bekommen, sollte eigentlich auch dieses Jahr noch released werden. Hier ist das Problem aber, was ich gesehen habe, dass die Leute, also Ninja Theory, gerade Leute suchen. Und wenn die gerade Leute suchen, kann das halt sein, ja, dass da ein bisschen vielleicht was verschoben wird und dann doch nicht mehr dieses Jahr kommt, weil sie noch irgendwelche Leute für irgendwas brauchen, was dort an den Games gemacht werden muss. Ich hoffe trotzdem, dass wir das noch bekommen dieses Jahr. So, auch ohne richtigen Termin, wo sich aber auch viele Leute darauf freuen. Sons of the Forest, Horror, Mehrspieler, Survival Game. Erste Teil wurde von zig, zehntausenden Leuten gespielt, wurde auch gefeiert. Mal schauen, wie es da in der Story weitergeht. Angeblich Oktober, wie gesagt, jetzt war bei den Game Releases nichts gesagt worden, ob das wirklich Oktober wird oder nicht. Dann Gotham Knights. Einmal Batman ist weg. Und jetzt müssen die Sidekicks die Stadt verteidigen. Hier wurde, glaube ich, ein bisschen Kampf-Stuff gezeigt. Sah okay aus. Werden wir uns sicher angucken. Besonders, wenn man hier wirklich dann vier verschiedene Charaktere spielen kann. Und jeder hat einen anderen Kampfstil, andere Waffen. Und das würde ich mir sehr, sehr gern halt anschauen. Aber ich glaube, ich auch hier war nur angekündigt für 2022 und nicht genau das Datum. Aber ich glaube, irgendwas mit November vielleicht. Next. Was neu angekündigt wurde, ist ein DLC zu Resident Evil The Village, Shadow of Rose. Das heißt, wir werden dann die Tochter spielen können. Und so praktisch so ein Selbstfindungspart. Wer ist sie wirklich? Was ist sie wirklich? Was ist mit ihren Kräften? Was kann sie alles? Und das würde ich mir natürlich sehr gerne anschauen. Soll auch noch dieses Jahr rauskommen, wurde gut angekündigt mit anderen Sachen. Schauen wir uns auch sicher an. Dann als nächstes so ein bisschen mehr, so ein bisschen so ein kleines Fun-Game. Und zwar Pokémon mit Knarren. Pal World. Die gucken kurz rein. Natürlich, ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung.
Ja, wie gesagt, was Buntes, ein bisschen Pokémon ähnlich. Aber hier kann man Pokémon mit Pokémon besiegen oder Pokémon mit Waffen besiegen oder auch böse Leute mit Waffen besiegen, wenn man denn möchte. Sehr komisch. Ich hoffe, dass das Game wirklich rauskommt und nicht nur so ein Verarsche. Wir machen einen coolen Unreal Engine Trailer, zeigen was davon und bringen es dann nie raus. Weil es sieht halt stellenweise wirklich mega cool aus. Okay, dann. Jetzt müssen wir gucken. Du kommst nächstes Jahr erst. Haben wir noch zum Oktober hin Forspoken. Fantasy RPG Game. Ganz normale Frau aus New York wird in die Fantasy-Welt gezogen, bekommt diese magischen Ringe und bekommt dann magische Superkräfte. Mal schauen, wie sich das spielen wird. Sind auch viele Leute gespannt drauf. Dann natürlich auch sehr viele Leute drauf warten. God of War, Ragnarok soll dieses Jahr kommen, hat auch in den ganzen Game-Veröffentlichungs-Streams kein Release-Date bekommen, waren auch sehr viele mega enttäuscht, dass da nichts weiter zu sehen war. Und ich hoffe wirklich, dass es dieses Jahr noch kommt. Und das werden wir uns auf jeden Fall auch mit anschauen, wenn sie es denn noch schaffen. Vielleicht ist es halt auch erst kurz vor Weihnachten, dass es dann rauskommt. Dann natürlich auch noch mal Hogwarts Legacy. Wir wollen natürlich auch noch mal Magier werden dieses Jahr. Auch hier kam nichts raus an irgendwelchen Daten, aber ich glaube, es kam heute ein bisschen verbesserter Kampftrailer, wo man ein bisschen besser alles gerendert hat und so weiter. Gucke ich jetzt nicht rein, diese könnt ihr euch selber alles angucken. Ich verlinke euch, wie gesagt, die Sachen in der Videobeschreibung. Und dann natürlich für Anfang nächstes Jahr wäre dann Stalker 2, wurde ja von Frühling nach Dezember verlegt und jetzt nach 2023. Uff, ganz doll, uff. Da hatte ich mich so sehr gefreut, aber sollte dieses Jahr nichts mehr werden. Dann nächstes Jahr natürlich, was ich jetzt nicht so mit bei habe, Resident Evil 4 Remake. Final Fantasy Games kommen noch dieses Jahr noch ein paar raus. Fürs Handy aber nur. Und nächstes Jahr dann halt auch noch mal ein bisschen was. Da gucken wir auch noch mal. Vielleicht so ein kleines Antesten oder so. Mal reinschauen. Und dann natürlich wird der Rest des Jahres neben den Games, wenn ich irgendwas Cooles aus dem Indie-Developer-Bereich, wenn ich da irgendwas noch finde, kommt das auch noch mit rein. Ich habe noch ein bisschen, ich glaube, ich habe noch drei Sachen in Steam auf der Wishlist von Indie-Entwicklern, die ich mit reinnehmen könnte. Alles RPGs, JRPGs. Es wird natürlich weiter immer Genshin Impact Content geben, solange, ne, wir wollen 3.0 dieses Jahr noch haben. Wir wollen, dass die Dendro-Typwelt haben. Das heißt, 2.8 wird auf jeden Fall ja jetzt in 3 Wochen kommen. Und dann halt so und so viele Monate später entweder das neue Gebiet oder nochmal ein Zwischenpatch und dann das neue Gebiet. Leute denken so, entweder August das neue Gebiet oder im Oktober. Mal schauen. Und dann natürlich Final Fantasy 14. Da werden wir auch so wieder dann reinschauen.
Da kommt auch am 31.06. Ne, warte. Oder am 1.7. soll so wieder der nächste Live-Letter-Stream, was dann demnächst im nächsten großen Content-Patch an Stories und neuen Raids und neuen Dungeons kommt. Also, da haben wir auch so für zwischendurch immer Content. Okay, und das war's jetzt fürs Erste. Wie gesagt, so drei andere Games habe ich da noch zwischendrin. Es dauert aber zwischen Madison, was jetzt in 2,5 Wochen kommt, bis irgendwas, was wahrscheinlich erst September, vielleicht Ende August, September, Oktober erst kommt. Das heißt, es kann sein, dass dann im Juli bis in Madison kommt. Vielleicht, wenn Palworld sich beeilt, das hinterher. Da gibt es auch keinen hundertprozentigen Termin. Ich muss gucken, wie ich das strecken kann. Ich will eigentlich. Wo ist das? Ach, ich könnte es gucken. Ich weiß nicht, ob das bei den Demos mit bei ist. Das. Ah, ne, das ist gleich vorne. Hier, Metal Hellsinger vielleicht. Ist ein Rhythmus-Shooter. Eigentlich sehr, sehr viel Stuff schon zu gesehen. Weiß ich aber nicht, ob ich das hinbekommen würde. Ganz ehrlich. Ja, vielleicht so ein bisschen Nebenkrams, den wir noch so finden. Ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare noch ein paar am besten, ich sag mal, RPG, JRPG, Horror Games, Action RPGs irgendwie so mit reintun. Kann ich mir ja nochmal drin umgucken. Ansonsten. Ja, Starfield wird auf jeden Fall auch noch mal angeschaut. Ob wir dazu ein Let's Play machen, keine Ahnung. Wo ist es? Wo ist es? 1. November hier. Saints Row, das Neue. Werde ich mir auch anschauen, aber keine Plan, ob dazu wirklich ein Let's Play kommt. Ich muss schnell durchschauen. Vielleicht finde ich die Sachen von einer Wishlist so. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die zwei Sachen hatten, anderen zwei Sachen, die ich noch hatte, haben keine Demo mit drinne. Nee. Okay, ja, das wären so ungefähr so die Titel, die wir noch dieses Jahr uns angucken, beziehungsweise dann auch Anfang nächstes Jahr. Was noch? Was noch, was noch? Nicht, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Im September soll noch mal ein Assassin's Creed Livestream kommen. Da soll angeblich wieder Assassin's Creed Stuff angekündigt werden. Das heißt, es können Assassin's Creed Remakes angekündigt werden. Es könnte aber auch der nächste große Assassin's Creed Teil angekündigt werden. Vielleicht schaue ich da noch mal rein. Dann hat Ubisoft ja auch noch Prince of Persia, Sand of Time, was sie remaken wollten, was irgendwie jetzt auch schon seit anderthalb Jahren gesagt, vor anderthalb Jahren gesagt wurde und immer noch nichts passiert ist. Da warte ich auch noch drauf. Ja, also wir haben noch eine ganze Menge vor dieses Jahr. Bis dahin, ciao Leute.